Willkommen zurück im schönen Lanau. Tommy Böhmer hat sich nicht großartig verändert jetzt in den letzten Tagen. Sieht immer noch hervorragend aus. Ja, wir waren bei schmutzigen Geheimnissen aus dem Team Germany. Gibt es noch irgendwas, was du uns verraten kannst, unseren Zuschauern? Wir haben jetzt ein bisschen auf die neue Objekte. Was so Schmutziges gibt es eigentlich nicht. Der Alex ist halt erst so, schon so ein ruhiger. Und ja, also ich glaube, was ganz lustig war in Rio, weiß nicht, ob er mir das jetzt übel nimmt, wenn ich das erzähle. Nein, da war er, der hat so ein bisschen, das war nach dem Spiel und er ist so ein bisschen weggedöst und ist dann auch aufgewacht und war wirklich so noch so ein bisschen verschlafen und hat mir dann zu mir was gesagt und ich habe es erst gar nicht verstanden, habe ich nochmal nachgefragt, hat das wiederholt und dann war halt auf Russisch, das war ganz lustig so, Alex, da kann ich dich leider nicht verstehen und er direkt so, oh sorry, ich war noch so, ganz verschlafen und ja, das war ganz lustig. Okay. Ja, lieber Alex, seh uns nach. Nee, der Typ. Aber er hat auch Qualität, sagen wir mal, in den Kader gebracht. Auf jeden Fall. Was zeichnet ihn aus? Wo ist er richtig gut? Er ist natürlich auch ein Brecher. Er ist halt ein großer Mann. Das, was uns auch so ein bisschen auch gefehlt hat in den letzten Jahren. So einer, der halt auch mal dahin geht, wo es weh tut. Ich meine, wir hatten mit Cech auch einen dabei, aber der hat er einmal ausgesetzt. Mhm. Und gut, wir brauchen halt einen, der nachkommt, weil Cech ist auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Und ich meine, Alex hat natürlich einen hervorragenden Wurf. Ganz wurfsicher. Ja. Und wie gesagt, ehrgeizig, arbeitet an sich und das ist auch das, was wir brauchen in der Nationalmannschaft. Okay. Leute, die halt ehrgeizig sind und... Ihr habt ja auch mit Lahn Dill jetzt einen Brecher, sagen wir, mit Luczynski bekommen. Kann man die zwei Spielertypen irgendwie vergleichen? Wie können wir die irgendwie einordnen, so Luczynski und Halauski? Jetzt als Mitspieler? Also Piotr ist... sehr erfahren, sehr erfahrener Mann. Davon profitieren wir alle. international ist er ja auch Trainer da in Polen, hat er auch viel Erfahrung. Hat auch einen super Wurf. Da kann man, glaube ich, die beiden vergleichen. So mit Alex und Piotr haben da schon, sind sehr wurfsicher, suchen da ihr Mismatch auch oft und können dann da hochprozentig verwandeln. Er ist halt wirklich auch so emotional und gibt uns da auch dann immer so ein bisschen so seine Emotionen mit. Und das ist. Und Alex ist ja so der Ruhige, oder? Ist er auf dem Feld? Ja, er ist so ruhig und kann aber auch ab und zu mal ein bisschen. Aber also er ist so ein bisschen so ein Mittelding. Ja. Piotr ist da wirklich schon so. So emotional. Genau, und reißt da und kann Leute mitreißen. Ja. Der hat ja auch groß euer Spiel jetzt in Wetzlar verändert, dadurch, dass erklär mal einem Basketball-Laien wie mir jetzt, wie sich das System jetzt in Wetzlar geändert hat, dadurch, dass Luczynski mit dann an Bord ist. Gut, wir sind ein bisschen größer, wir spielen mit zwei Langen meistens. Sind auch ein Stück langsamer, würde ich sagen, als letzte Saison. Aber ich glaube, was jetzt dann wirklich der große Faktor ist, was sich geändert hat, ist halt, dass wir mit zwei Großen spielen, mit zwei Langen, die unter den Korb gehen. Mit Piotr auch einen dabei haben, der jetzt nicht nur unter den Korb gehen kann, sondern wie gesagt auch von außen schießen kann. Das macht vielleicht noch so ein bisschen schwerer auszurechnen, was er jetzt genau macht, ob er jetzt von außen kommt oder ob er jetzt wirklich reingeht und sein Mismatch sucht. Das ist, glaube ich, so das Größte, was sich geändert hat. Okay. Dass es ein bisschen langsamer geworden ist, aber halt... Dass wir mehr Größe haben, genau. Okay. Du hast vorhin angesprochen, die Zuschauer, die dich schon als Jugendlicher motiviert haben, zu sagen, ich will unbedingt in Wetzlar spielen. Wie viel Anteil haben die letztlich am Erfolg jetzt bei euch? Sehr großen Anteil. Natürlich so, die peitschen uns nach vorne. Wenn es eng ist, sind sie da, sind der sechste Mann auf dem Feld. Das ist natürlich schon was anderes, als wenn du von der Halle spielst, wo vielleicht nur 100 Leute sind oder so. Das ist dann... Das motiviert auch ganz anders, wenn du rausgehst und die feuern dich alle an und stehen hinter dir. Das gibt nochmal so ein extra. Okay. So ein extra. Kennst du eigentlich alle persönlich, oder? Nicht alle, aber viele. Ich meine, wir haben ja mit unserem Fanclub, da kennen wir alle, dass die machen auch immer mal so eine Grillfeier oder so, wo wir dann mal dazukommen vom Team, immer mal so kurz, wenn wir jetzt nicht gerade Training haben oder so. Ja, das ist schon. Was müsste deiner Meinung nach passieren, dass wir jetzt, ich sag mal, dauerhaft so eine Rittal-Arena fühlen könnte als RSV Lahn Dill? Also ich glaube, wir machen da glaube ich schon viel dafür und gehen in Schulen und
das muss, glaube ich, einfach weitergemacht werden und der Sport muss einfach noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, dass es mehr Leute erreicht. Ja. Weil viele, die zum ersten Mal in die Halle kommen, die sagen dann, wow, was ein geiler Sport, da, ja, da komme ich nochmal. Ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach viel mehr Leute erreichen, die dann auch in die Halle kommen. Mhm. Und dann. Kennt man dich eigentlich schon so ein bisschen auf der Straße oder so? Wirst du schon ab und zu mal erkannt? Dass man sagt, ja, oh, den habe ich schon mal gesehen. Ab und zu wird man schon angesprochen, dann, ja, sagt man, gerade jetzt die vom Fanclub oder so, die, ja, wenn man die mal trifft oder so, aber auch so ab und zu außerhalb zum Tisch. Ich habe schon mal im Fernsehen gesehen, jetzt gerade wo Rio war. Ja. Ja, war dann schon so, ja, irgendwo dich kenne ich, ja. Kommt ab und zu mal vor. Ich meine, jetzt hier ist ja doch nicht gerade so groß, ist ja doch eher ein Dorf. Ja. Da kommt es dann schon öfters vor. Okay. Und wie ist es dann, wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist und so? Dann erzählst du, bist Rollstuhlbasketballer. Wie sind da so die Reaktionen? Also, kennt man das eigentlich so Rollstuhlbasketballer? Also hier in der Gegend ist schon bekannt. Also wenn wir abends dann mal auch jetzt in Gießen unterwegs ist, ja, dann kommen die Leute schon und dann kommt man auch so ins Gespräch und sagt, ja, man spielt in Wetzlar Basketball und ah ja, ich war da schon mal, aber ich war schon ewig nicht mehr da, kommt dann, muss ich mal wieder hin. Ja, ja, also ist schon relativ bekannt. Okay. Hast du noch Kontakt jetzt zu deinem alten Verein nach Bayreuth? Ist da noch, dass man da sich im Austausch befindet? Oder ja, ist ich bin ja auch ab und zu dann mal zu Hause bei den Eltern, wenn es gerade dann, wenn man mal kein Spiel hat oder so, dann versucht man schon, dass man ab und zu mal nach Hause kommt. Dann kenne ich auch noch viele Leute, die dann damals im Verein gespielt haben. Guy Meyer zum Beispiel, der auch jetzt Manager ist von den Junioren. Mit dem habe ich dann auch noch ganz guten Kontakt. Und dann trifft man sich dann, wenn man zu Hause ist, mal und macht was. Wie sieht eigentlich so eine Trainingswoche aus? Wie oft steht ein Profi-Rollstuhl-Basketballspieler in der Halle? Man sieht ja öfters auch mal Bilder von dir auf Instagram bzw. auf Facebook. Übrigens sehr geil, das mit dem drehenden Rad. Wie oft? Also jeden Tag. Und das nicht nur einmal, sondern schon eher so zwei bis dreimal. Ja, das ist schon zeitintensiv. Also ich versuche, dass ich morgens immer eine Wurfeinheit mache beim Ralf. Der ist der Hausmeister in Kroffdorf in der Halle und da können wir immer mal rein. Wir haben so eine bestimmte Zeitspanne, wo wir rein können. Und da versuche ich halt immer, dass ich morgens dahin gehe. Dann habe ich mit Dirk Lösel arbeite ich jetzt momentan zusammen. Sehr intensiv. Der ist ja so, macht Athletiktraining und so. Da bin ich einmal in der Woche beim Dirk und er hat mir so einen Trainingsplan erstellt, den ich dann privat auch noch im WOF bei uns im Fitnessstudio umsetze. Da bin ich dann also dreimal die Woche beim Athletiktraining. Okay. Und dann haben wir viermal in der Woche Mannschaftstraining und halt dann noch individuell drei bis viermal die Woche auch. Boah, ist schön. Also kommen schon so 14, 15 Einheiten, weiß ich. Kommen da schon zusammen. Ja. Aber deine Freundin mag dich noch, ja? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir leider Tommy ist seine Freundin nicht da, aber wir glauben jetzt einfach mal. Was seine Pläne sind in Bezug auf DM, auf Teneriffa und natürlich die Heim-WM in Hamburg, seht ihr im nächsten Teil dann hier aus dem schönen Lanau. Bis dann, ciao.